Hallo miteinander, hier bei Many Planet und hier sehen wir Jackmania 2 Canyon. Willkommen bei einem neuen Let's Play oder nicht, oder größtenteils Infovideo. Ich würde sagen, das ist ja das neue Many Planet 2 0 Beta Interface. Und falls ihr das kennt, das ist so ein Racing Game, aber es gibt jetzt noch neue Storm zum Beispiel, wo jetzt rauskommt, so ein Shooting Game, aber mit Editor. Es ist halt, ja, es ist ein bisschen speziell, aber extrem geil. Keine, jeder hat seine eigene Meinung, aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Ich finde, da kann ich persönlich eigentlich, das Spiel kann man eigentlich nicht wirklich let's playen, weil, also zum selber spielen ist das mega fun, mit Editor und online vor allem natürlich. Und ich habe schon ewig nicht gespielt, wenn ich gesagt bin ich nur noch 29 Stargeber, ich war schon unter der Top 10 gewesen, obwohl, ja, nur ganz am Anfang. Und dann haben wir da zum Beispiel, ja, da habe ich leider jetzt überrascht die Medaille geholt, aber da noch nicht. Das oder so noch nicht. Jetzt könnten wir da zum Beispiel ein paar Strecken fahren oder so. Aber eigentlich ist es gar nicht wirklich ein Let's Play, also ich kann schon eins machen, wenn ihr wollt, aber eigentlich ist es eher größtenteils ein Infovideo, aber ich will nicht einfach nur ein Infovideo machen, das ich nicht mache. Das klingt jetzt zwar ein bisschen blöd, aber geil, jetzt kann ich gegen meine eigene Zeit fahren. Fahren wir mal gegen den Green Rex 5, wenn er gehen kann. Ja, der zeigt mir zeigt sie ja. Eben ein Infovideo, weil ich habe jetzt eben den neuen PC und ich weiß echt nicht, mit welchen Let's Plays ich jetzt weitermachen soll oder was ich überhaupt fertig soll machen. Oha, oh nein, das ist schon mal ein Signalzeigefehler oder so. Ja, ab und zu spackt es noch ein bisschen um und so und ja, aber keine Ahnung, ja, auf jeden Fall. Ja, ich finde es noch geil, man kann immer so No-Slide fahren, also immer ein bisschen ab dem Gas gehen, um zu kurven und ich komme ohne zu schleudern oder schleudern. Je nachdem kommt zu der Phase, je nachdem ist es viel schneller als das andere. Also ja, ist ja klar, aber. Jetzt kommen wir hier noch eins. Jetzt machen wir mal ein offizielles Rennen. Da kann man nur alle 5 Minuten oder so machen. Ja, jetzt seht ihr hier unten den Countdown. Und da gibt mir Skill Points, wenn ich gut bin. Also umso besser, umso mehr. Und weil man es nur alle 5 Minuten kann machen, ist es. Man sollte es am besten vorher üben, die Strecke, nicht so wie ich jetzt, also ja, ja, weil da gibt es eine ziemlich schlechte Zeit, fahren bin ich recht gut gewesen, aber ja, jetzt halt nicht. Und darum gibt es auch nicht so viele Punkte. Aber jetzt sehen wir gerade, Planets gewonnen, ja. Genau, und dann gibt es ein paar Punkte und dann geht der Rang und so, aber ja, mit diesen Skillpoints habe ich noch nie viel gemacht, wenn schon dann nur Medaille. Eben, ob ich bei Minecraft noch weitermachen soll oder nicht. Und das ist ein einfach schlimmer als der Herausforderung. Let's Play Minecraft, weil ich weiß echt nicht, was ich machen dort irgendwie. Aber ja, ich habe noch ein paar andere Vorschläge, eben, die ich jetzt auch bringen was ich machen soll. Oh, das ist die, holy shit, ist krass. Zum Beispiel Flatout würde ich gerne spielen. Entweder 2 oder Ultimate Carnage. Am besten Ultimate Carnage, finde ich einfach. Die Carnage Modes und so sehr geil und vor allem die Grafik ist ein bisschen besser. Also ja, jetzt beim dem PC zahlt sich dann natürlich ein bisschen mehr aus als what the hell. Das ist eben Jackmania. Immer ein bisschen extrem. Oder ich weiß nicht, ich könnte eben jetzt könnte eben alles let's playen. Also weißt du, vorher habe ich die Möglichkeiten gar nicht gehabt, weil halt Fraps halt auch noch Leistung braucht und so. Mit dem PC jetzt geht's einfach, also ja, läuft es einfach so mehr oder weniger. Also ja. Darum. Also ich hätte so gerade bei dem Game jetzt da habe ich die Grafikeinstellungen alles auf voll. Und bei Minecraft habe ich auch alles auf voll gehabt. Das haben zwar zum Teil noch ein bisschen freie Einbrüche gehabt, aber das ist ja nur wegen der Shade. What the fuck? Ja, ist ja egal. Keine Ahnung, eben könnt ihr mir einfach sagen, was ich soll machen und so, weil. Ja. Und dass wir da doch noch irgendwie zum Fahren oder so kommen, das spielen wir jetzt auch noch ein bisschen. Und was wahrscheinlich noch ein bisschen Games vorschlagen. Ah, ich würde gerne noch so alte Retro-Games spielen. Oder die alten Trackmania, also ich war einfach so ein Fan von denen gewesen. Oder Trackmania oder wie auch immer. United zum Beispiel, das war ein Game, das ich am längsten gespielt habe. Also ja, so
dort bin ich auch irgendwie 3 Clans gsi oder so, also nein, nicht gleichzeitig, aber einfach, ich habe es über Jahre weg gespielt und dann im ersten, wo ich war, ist er draufgegangen und so weiter. Von dort habe ich auch meinen Gamer-Namen, also GreenRex5 und YouTube-Kanal-Namen und GreenRay Gaming kommt halt einfach GreenRex5 und ich, ja, heisse jetzt eigentlich überall so von dort. Ich war dort nämlich im Ray Racing Club gsi, also besser gesagt, wir haben den gegründet selber, also es ist nie wirklich ein Clan geworden, so gross. Also vor dem war ich Friday Night Racing und nachher noch Mapping Clan, aber ich weiß nicht, ihr checkt wahrscheinlich nicht alles, weil es ist extrem komplex. Aber was ich eben geil finde an diesem Game, bei dem, also beim Canyon jetzt auch wieder, das ist so wieder ein Nachfolger als Trackmania 2, oder? Du kannst nicht nur fahren, also du kannst ja Singleplayer fahren und online, aber du kannst eben nicht das Einzige. Ich habe zum Beispiel so, wenn ich sage, mein Auto, habe ich einen eigenen Skin gemacht. Natürlich kannst du den Skin im Spiel machen, oder? So mit einem integrierten Editor. Das macht schon Spass. Aber du kannst auch mit Photoshop und so kannst aber richtig geiles Zeug machen. So wie ich jetzt den hier gemacht habe. Zum Beispiel hier mit der Schrift auf der Seite. Hier GreenRex5. Und die Lichter hinten grün anstatt rot. Und unten noch so Unterbodenbeleuchtung. Ah nein, der ist jetzt ohne Unterbodenbeleuchtung. Ich hatte noch einen mit. Und das ist eben. Und das ist etwas vom geilsten an Trackmania einfach. Ist der Detour. Strecken machen, selber. Das ist einfach genial. Also wirklich. Und dann kann man sie auf Mania Exchange. Ach, vergiss es. Tun so eine Internetseite und dann können sie alle abladen und bewerten und so weiter. Und dann gibt es eben eine riesige Community. Das ist eben so geil. Und dann kennt man auch alle und so mit der Zeit. Also ja, nein, nicht unbedingt, aber. Ja, dann. Kann man jetzt auch Awards bekommen, so wie von Favoriten oder so. Ja, da bin ich, ja. Da hatte ich recht viel gehabt, zum Teil beim United, aber eben jetzt das Canyon habe ich gar nicht so krass gespielt, muss ich eigentlich sagen. Also immer nur so, keine Ahnung, so vielleicht mit einem Kollegen oder so, oder mit Brüdern oder so. Einfach so eine schnelle Runde, so ein paar Runden, oder einfach so aus Freude, aber nicht wirklich. Und am Anfang habe ich es eine Woche lang oder so, oder 2-3 Wochen lang intensiv gespielt hatte, aber nachher eben nicht mehr. Also schnell unter die ersten 10 Aargauer in der Rangliste und nachher Punkte wieder verlieren oder so ähnlich. Aber für ein Let's Play taugt es irgendwie nicht. Und genau jetzt, das muss ich euch unbedingt noch sagen, die SCP-Games, die müsst ihr einfach kennen, das sind so Horror-Games. Der Exodus 19 nebenbei, hier SCP-87 Let's Plays, aber es gibt eben mega viel von denen. Am Anfang habe ich auch noch das gekannt. Das ist so ein Steg, wo du runterlaufen musst, es wird immer dunkler und da kommen so Geräusche und so. Und ich und der Kollege haben letztens recht vielseitig gespielt, damit, so am Abend oder so, wir haben ja Ferien und so, und dann ist es recht chillig. Und ja, die sind zum Teil gleichzeitig, die recht faszinierend sind, weil, also aus meiner Sicht, beim SCP-87, also nehmen sie ein bisschen, das ist der, wo du einfach die Steg runterlaufen musst. Es ist, Grafik ist zwar bei dem am besten, aber ja komm, Grafik ist auch nicht alles. Aber es ist viel weniger, interaktiv, weil es kann überhaupt nicht passieren. Es ist einfach so, man hört Geräusche und dann irgendwann kommt so ein Monster, also so ein Viech, so ein Geist auf einem zugeflogen. Und dann fliegt es einfach durch einen durch und ist fertig. Aber wir haben jetzt noch ganz andere gespielt, also auch SCPs. Zum Beispiel Containment Breach oder wie das heisst. Oder 100, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, auswendig sind also Zahlen und so. Wo man dann auch wirklich kann sterben. Also man stirbt, wenn man nicht abhaut. Also dann kommt so ein Viech entgegen und dann musst du extrem schnell reagieren, das kannst du abwenden. Oder ein anderes, das noch viel krasser ist. Aber ich will jetzt eigentlich nicht zu viel verraten. Aber da würde ich echt geil finden, da mit meinem Kollegen so ein Let's Play together machen. Also nicht irgendwie Multiplayer, weil die Games kann man gar nicht Multiplayer spielen, sondern einfach das zweite so. Wie nennt sich das? Keine Ahnung. Fun Commentating oder so. Weil, also, ich wollte jetzt eh nicht mehr so gestresst die Let's Plays machen, einfach so aufnehmen und so. Sondern erinnere einfach so da, was ich jetzt gerade mache, so wie das jetzt. Eben jetzt hat wieso spiele ich überhaupt so eine blöde Strecke? Egal. Ich zeige euch gescheiter noch den Editor. Oder da zum Beispiel Wagen lackieren. Oh, da sieht man da so Autos. Wir sind zum Beispiel jetzt da von mir. Ja, da hatte ich noch kein Icon. Was ist das? Nicht schlecht, nicht schlecht. Ah nein, haben wir noch keins. Aha, Schrift, Spiegel verkehrt.
Und jetzt hat es da eben so eine In-Game-Funktion zum Beispiel. Also ich habe meine ja nicht so gemacht. Und dann kann man da zum Beispiel jetzt Skin komplett mit Farbe, dann kannst du irgendeine Farbe auswählen zum Beispiel. So, jetzt frage ich euch, was wendet ihr für eine Farbe? Nein. Zum Beispiel, da kann man wirklich alles verstellen, von komplett matt bis zu Glanz, wenn nicht. Matt, jetzt hätte ich mal Lust zum Beispiel ein bisschen matt zu machen. Was ich aber auch geil würde finden, so Game Reviews zu machen, oder so, nicht wirklich Let's Play, sondern einfach vom Game ein bisschen zeigen. Oh, das sieht schon geil aus. Oh, so matt. Genial, Mann, genial. Und da hat es da extrem viel Muster, oder auch nicht? Ja, nein, da bringt es jetzt noch nicht. Ah, doch, da. Zum Beispiel so. Da kann man da alles einstellen, mit so eigentlich noch mit anderen Tasten und so. Aber im Moment bin ich einfach... weiß ich es einfach nicht mehr, und da hat es da so extrem viele richtig geile Sachen. Oder natürlich die Lackierungen, das sind die geilsten, um selber etwas zu machen. Zum Beispiel so Streifen oder so. Zum Beispiel könnte man jetzt hier, wenn ich mich jetzt hier richtig eintrülle, nehmen wir mal eine andere Farbe, grün oder so. Genau. Gefällt mir schon viel besser. Genau so. Dann kann man noch ein Ding spiegelverkehrt machen. Also nein, dass es auf beiden Seiten das gleiche macht. Zum Beispiel so. Dann haben wir da so Streifen. Ja. Genau, aber jetzt sind sie ein bisschen zu kurz gewesen, wie man sieht. Darum mache ich jetzt hier rückgängig. Moment, da. Das ist ein bisschen gross, habe ich das Gefühl. Wieso geht es da vorne nicht runter? Ja, ist ja egal. Und ja, keine Ahnung, man kann einfach so richtig... Oha. Oha, was? Da habe ich noch nie gesehen. Okay, ja. That Style. Nein, das wird nicht so. Spiegelverkehrt raus tun. Ah. Ja genau, an der Tastenkombination bin ich schon dran herausfinden. Ja. Ja, verbesserungswürdig, aber egal. Auf jeden Fall, ja, das reicht glaube mal. Ja. Ohne Speichern. Da kann man da noch Videos machen und so weiter. Und ja, ich habe da ein paar Maps schon. Die zum Beispiel, die ist relativ geil, aber ich habe glaube ich ein Passwort drauf, das ich mir gerade nicht... Okay, nein, wahrscheinlich unterbrich schnell die Aufnahme, dann kann ich schnell starten, gerade bis nachher. Nein, Leute. Das war jetzt sehr gescheit gewesen. Habt ihr natürlich jetzt nicht mitbekommen. Aber ich habe jetzt gerade irgendwie 10 Minuten lang aufgenommen und jetzt habe ich die Aufnahme beenden. Ah, oh Mann, voll versaut, hey! Und jetzt habe ich gerade gemerkt, dass ich jetzt angefangen aufgenommen hat, jetzt muss ich die Aufnahme beenden wollte, aber egal. Eben, das ist meine Strecke hier. Jetzt kann ich als Nanisch sagen, Junge. So ungefähr, eben, es ist eben hure geil, weil man hat da so Streckenteile und dann kann man da eben alles selber bauen und dann nimmst du da zum Beispiel so ein Teil. Ist wirklich. Und das Geile ist, man kann so wie. Man kann, glaub, man kann noch das meiste Verzierung da, oder? Aber die ganze Landschaft und so ist natürlich auch selber gemacht. Dann kann man da noch so Intros und alles machen, so mit Kamerafahrt und alles. Und da zum Beispiel noch so ein Replays. Replays? Was sind die Replays hier? Ja, egal. Auf jeden Fall, ja. Ist recht, ich finde es einfach nur geil. Weil man hat so viele Möglichkeiten und alles, was man da machen kann. So, ja, da können wir Stein bewundern von dieser hochauflösenden Textur. Nein, das ist nur so ein Fels. Also auf jeden Fall, ich habe jetzt beim ersten Mal, als ich es aufgenommen habe, habe ich noch viel mehr schneller gehabt und die ganze Strecke noch zeigen. Ah, da könnte ich okay, zeige ich euch die Strecke, wenn es unbedingt muss sein. Aber das war dann nachher. Und die Frage ist jetzt eben,
Ja, du fragst jetzt eben, ob ihr den gut findet, wenn ich jetzt einfach ein bisschen mehr so Gameplays mache, so kurze oder so, von irgendwelchen Games, die ich gerade spiele und einfach viel spontaner. Und dann könnt ihr ja immer schreiben, ob ihr irgendwie ein Let's Play darüber wendet oder so ein Mini-Let's Play oder was auch immer. Und das Auto davor ist die Zeit, wo ich gerade vorgefahren bin, wo ich es voraufgenommen habe. Und ja, dann... Was habe ich vorhin noch schneller gehabt? Ja, egal, aber dann, wenn ihr, ich weiß es nicht, also über Trackmania Canyon, wenn ihr da noch mehr wollt, schreibt ihr doch da bitte, aber ich weiß nicht, da kann ich eben nicht so gute Let's Plays oder so machen. Aber ich kann euch zum Beispiel zeigen, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich irgendwie auf der fucking Strecke baue oder so, aber das ist ein bisschen langweilig, aber ja, egal. Sonst schau, das schnell das GPS, dann kann ich ein bisschen besser schnurren und nachher würde ich sagen, ja, langt einmal für den Part. Und bäm. Das sieht schon geil aus. Da bin ich eben gefahren, du, vor einem halben Jahr oder so, wenn ich eine Strecke gebaut habe. Mal schauen, wie schnell ich war. Ja, da habe ich schon noch ein bisschen besser drauf gehabt. Okay, also du, ja. Das ist eben. Das ist halt, ja, so sollte es einigermaßen ausgesehen, wenn man die Strecke. Wenn man ein bisschen besser kann fahren. Also ja, jetzt bin ich natürlich ein bisschen aus Riebig und so. What the hell, man. Okay. Aber merci fürs Schauen auf jeden Fall mal. Und bis in einem anderen Part oder was auch immer. Bitte Comments liefern. Ciao zusammen, einen schönen.